to our first talk in Hall 1. Okay, jetzt geht's los mit dem ersten Talk in Saal 1. Ich fühle mich wie ein Verbrecher, aber ich muss gleichzeitig ein Gott sein. Es geht darum, wir als Community, wir haben viel darüber geredet, über Aktivismus, über Hacken, aber wir haben sich nicht sehr viel introspektiert, also wie wir über uns sehen und wie wir uns nachdenken. Und Leonie Maria Tanzer wird darüber reden. Bitte heißt sie willkommen. Hallo, guten Morgen. Ich bin sehr froh, dass ihr so früh da seid. Trotzdem, obwohl es heute der 4. war, es gab Party, aber ich bin trotzdem glücklich, dass ihr da hier seid. Mein Name ist Leonie Tanzer. Ich bin Doktorand in der Schule, in der School of Politics, International Philosophy, sehr langer Name, in Belfast. Und heute, wie die Einleitung schon gesagt hat, möchte ich einen kleinen Einblick in meine Forschung, in mein Forschungsprojekt, in dem es geht um Sicherheitssachen, um Hacken und Hacktivismus, und aber eher so, wie sich Leute selber sich sehen, auf dem EU-Niveau, aber auch auf dem Cybersecurity-Sektor, wie auch immer, was auch immer das heißt. Und Leute, die sich Hacker und Aktivisten nennen, wie sie meinen, dass sie gesehen werden und wie sie sich selbst sehen. Und ich habe mit dem sehr kontroversen Titel, ich fühle mich wie ein Verbrecher und ich möchte ein Gott gleichzeitig sein. Aber es war ein Zitat von einem meiner Leuten, die ich interviewt habe. Ich möchte euch eine kurze Übersicht geben, was ich gefunden habe. Und bevor ihr alle verrückt werdet, es ist ein Sozialkundetyp. Keine Sorge, ich möchte euch einen kurzen Disclaimer geben. Ich weiß, ich bin kein Cyber-Person, sondern ich versuche Leute nicht nicht irgendwie mit komischer Unterpsychologie was zu bringen oder was zu imitieren oder diese komische Serie zu imitieren. Ich bin nicht von GCQ finanziert, ich bin von Belfast und alle Leute meinen, viele Leute fragen mich, als ich interviewt habe, viele Leute haben mich gefragt, ich möchte damit genau klären, von wem ich finanziert wäre. Ich habe nichts mit, das hat, ich wollte euch was zeigen, wo ich komme von. Also was ist mit mir passiert? Ich bin von dem Department for Employment and Learning finanziert. Das ist ein Teil der Regierung in Nordirland, aber das Vereinigte Königreich meint, dass es nicht wert ist. Und die School of Politics, International Students, die geben mir 5.000 Pfund im Jahr. Deswegen, es reicht nicht, deswegen habe ich Teilzeitarbeit und ich kriege ein bisschen extra Geld noch von hier und da, von der Lamo University, Scholarship. Ich will es nur sagen, keine von diesen Organisationen hat keinerlei Einfluss, was ich tue. Und die haben auch nicht gesagt, dass sie ein besonderes Interesse haben, ein besonderes Resultat zu finden. Die haben einfach nur Geld gegeben. So, ich habe den Zweifel in euch eliminiert, dass ich will es klar machen, weil es viele Leute mich das gefragt haben. Und auf dieser Grundlage möchte ich euch weiterhin klären, was mein Ziel ist. Ich arbeite in dem Feld, der nennt sich Critical Security, also kritische Sicherheitsforschung. Das heißt, es konzentriert sich nicht was früher die Leute in der Sicherheit gemacht haben, sondern was tun wir mit der Welt, sondern was sind die Faktoren, die im Moment die Sicherheitspolitik Einfluss haben? Ich möchte gerne die Konsequenzen und die Effekte von der Verunsicherung der Aktivisten. Was meine ich damit? Was meine ich mit dieser Konsequenzen und Fakten? Wie werden die dargestellt und wie ist der Widerstand zu dieser Darstellung? Was meinen die Aktivisten aus deren Augen? Also ich meine, dass viel Literatur über die Aktivisten redet, aber nicht sie nie selber fragt. Ich möchte das versuchen, in diesem Vortrag darzustellen. Also hier ist die Übersicht. Erstmal eine Definition, was ich meine mit Hacking und Aktivismus, sodass die Leute sich entrüstet darüber sein können. Ich rede über die Verunsicherung. Nicht viele Leute kennen das, also Insecuritization. Ich möchte definieren, was ich damit meine. Ich rede über die Methode, wie ich das analysiert habe, die Resultate natürlich und dann das So What, also warum mache ich das,
Was tue ich das? Was ist das Ziel? Und schließlich Frage und Antwort. Ich hoffe, ich kann die Fragen klären, die noch übrig bleiben. Also Hackes. Was ist ein sehr unklarer Begriff? Was heißt das? Ihr habt Annahmen. Meine Mutter meint, Hacke eine Sache, aber ihr überlegt euch was anderes. Es hängt von den Ländern ab, je nach Kontext. Und das, was ich meine, was ich in meiner Doktorarbeit mache, die Definition, die ich nehme, ist alles, was mit unerlaubtem Zugriff, Technologie so zu verwenden, wie sie nicht gemeint wird, Vernutzung von freier Software. Das Wichtige ist, es ist eine Technik, eine Methode. Man kann es für technische Sachen verwenden, aber man muss es nicht. Viele Leute limitieren das, aber es ist nicht so. Hacktivismus ist etwas schwieriger. Viele Leute werden sehr entrüstet. Es ist ein Buzzword, das viele Leute verwenden, ein Schlagwort. Ich vereine beide Konzepte, Hackter und Aktivisten, die sind beide irgendwie zusammen, die haben damit miteinander zu tun, was die Leute darüber überlegen. Ich habe sie für diese bestimmte Forschung habe ich sie zusammengenommen. Ich weiß, dass es dann Unterschiede gibt, aber für diese besondere Forschung habe ich sie zusammengenommen. Also für Hacktivisten ist ein politischer Aktivismus via Hacking-Techniken. Das heißt, es ist wichtig, es hat mit Ideologie und mit Werten zu tun. Es hat damit einen Unterschied mit Hacken. Das heißt, man kann eine Waschmaschine hacken, weil man damit Kaffee machen. Aber man kann die Waschmaschine auch hacken, damit sie was Politisches sagt, zum Beispiel Siemens. Das Wichtige ist, was viele Leute vergessen, ist, dass es geht vom Legalen bis zum Illegalen. Man kann sowohl konstruktiv als dekonstruktiv sein. Das heißt, man kann was aufbauen und man kann es auch abrüsten. Und ich kann mehr darüber lesen, wenn ihr möchtet. Das Wichtigste ist, ist mit einer Weltanschauung und gegen die Weltanschauung. Also schaut genau drauf, wenn Anonymous irgendwas gegen ISIS tut, aber wenn Anonymous gegen das die einzige Regierung macht, meinen die, dass es nicht richtig ist. Also Aktivismus ist wie jeder andere politische Aktivismus auch, wenn du gegen eine antirassistische Demonstration hast, bist du damit verbündet. Wenn du im KKK bist, dann bist du wahrscheinlich nicht darüber sehr glücklich, dass es diese Demo gibt. Das ist das Wichtige, wenn es um Aktivismus geht, es hängt von deiner Weltanschauung ab. Genau das Gleiche gilt auch für Aktivismus. Das Problem ist, die Begriffe sind sehr kontrovers. Die meisten Leute kennen dieses Bild von der Hacker mit der Balaklava, der irgendwie mit einem komischen Terminal offen hat. Aber diese falsche Darstellung gibt es in Medien, in der Industrie, aber auch in der Forschung. Die meisten Leute denken darüber nur mit Sicherheit und Gefahr. Und das ist der Anfangspunkt meiner Forschung. Diese Idee, dass es ein ganz besonderes Bild über Hacker und Aktivisten haben. Und es ist diese Bedrohungslage. Genau das, da kommt diese Institutionalisation. Was meine ich damit? Man sagt, man kann nicht einfach Sicherheit sagen. Sicherheit, dieses Wort wird verwendet, um eine bestimmte Sache zu erreichen. Und sogar Institutionalisation ist, dass die Sachen, die es um Sicherheit gehen, hat nicht unbedingt mit dem, was in der Welt passiert. Zum Beispiel, wenn Angela Merkel kommt und sagt, es gibt eine Terrorbedrohung, dann passiert was. Und das Wichtige ist, Sicherheit hat mit Verfassung zu tun. Es hat was mit Unsicherheit zu tun. Sicherheit braucht immer Unsicherheit. Es gibt was Sicheres und es gibt was Unsicheres. Und in dieser Hinsicht sind sie relativ. Das heißt, wenn du etwas als Sicherheitsbedrohung wahrnimmst, dann muss es dazu einen Gegenpol geben. Dies ist der Anfangspunkt meiner Forschung. Was passiert, wenn Politiker oder Security-Sekretär, wenn die über das Hacking reden, was passiert mit dem Unsicherheitsniveau der Hacker und Aktivisten, weil das Angst weiter verbreitet. Und mein Interesse liegt darin, ist, wie und warum passiert dieser Vorgang und die Effekte davon zu identifizieren. Ich möchte über die Effekte heute darüber reden. Und das ist genau mein Ziel und das ist meine Zielsetzung. Also zur Methode.
weil das ist immer sehr interessant, wie man, zumindest in der Forschung, ist qualitative Forschung. Ich muss geradeaus sagen, ich will nichts, dass es über die Community, das kann man nicht verallgemeinern, sondern es basiert auf 35 Interviews, die ich in Berlin und Onderwo gemacht habe. Interviews immer über Voice over IP, aber auch in Person. Und ich habe dazu ethische Angaben gemacht. Ich habe die nie wieder getroffen, nur einmal getroffen. Und es ist wichtig, die waren sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch vorgetragen, aber für diesen Talk habe ich alles auf Englisch selber also auf Englisch übersetzt. Es gibt viel Sprache, die wahrscheinlich viele Leute nicht so schön finden, aber ich werde darüber reden, die sogenannte selbstidentifizierende Sprache. Jedem wurde gesagt, auf einem Bogen wurde vorher gesagt, dass das Wissen, dass ich auf der Suche nach Leuten bin, die sich selber Aktivisten identifizieren. Es war klarifiziert, wurde auch klargestellt, dass alles auf Tails gespeichert werden würde und die werden nie auf einen Windows-Computer gibt. Und wenn ihr noch Fragen zu der Ethik und Privatsphäre habt, bitte sprecht mit mir. Und ich habe das mit thematischer Analyse übersetzt. Das ist ein Sechs-Schritt-Verfahren. Das könnt ihr mal da in dem Paper nachschauen. Ich habe nach Themen gesucht. Das Wichtige ist, es geht um P1. Es geht um, wie P1, P2 und so weiter gesehen. Partizipant, also Teilnehmer 1, beziehungsweise 1 bis 2. Ich hab keine Namen. Ich habe nur der Nummer, aber nicht weitere Informationen, zum Beispiel den Namen oder der Ort. Und es ist auch sehr wichtig, dass ich habe da in dem Terminal auch gesagt, dass sie auch unter keinen Umständen sagen können, was irgendetwas illegal ist, damit natürlich die auch Resultate begrenzt, weil sie hätten ja nicht sagen können, dass sie etwas Illegales getan hätten, weil ich glücklich sie nicht getan. Aber es ist auch wichtig, dass man das beachtet, wenn man weiter die Resultate sich anschaut. Aber ich kann euch nicht mehr über die Teilnehmer sagen, weil es die Möglichkeit gäbe, durch soziale Risiken, weil für die Leute, die mit mir geredet haben. Und deswegen gibt es nur die Nummern und das Geschlecht. Aber es gibt ja natürlich eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Es gibt leider sehr, sehr schwierig, die Frauen zu finden. Ich hoffe, die Resultate sind in drei Themen geteilt. Das sind Themen, die ich identifiziert habe. Ich habe sie gefunden auf Basis der Methoden, die ich benutzt habe. Es gab verschiedene Methoden, durch die ich gegangen bin. Diese Themen kamen immer wieder in den Interviews hoch. Was ich mit diesen Themen meine, ist erstens die Missrepräsentation von Hackers und Hacktivisten leidet zu ihrer Differenziation. Die Verunsicherung ist die Bedrohung an Privacy und Sicherheit, die zu mehr Investment in Sicherheit leitet. Das System ist das Misstrauen in die Autoritäten, in die Hierarchien, die dann wieder zu Aktivismus und Hacktivismus führen. Ein wichtiger Punkt ist, es gibt zwei verschiedene Dynamiken hier in diesen Themen. Ich habe sie extern und intern genannt, das ist nicht der beste Term, aber naja. Was ich meine ist, mit externen ist, was die Aktivisten denken, das passiert. Also sie haben oft gesagt, die Gesellschaft denkt dies oder jenes. Die interne Dynamik ist der Widerstand, was tun sie dagegen? Und ich werde über beide Prozesse sprechen, für diese Themen. Also jetzt zum ersten Thema, die Identität. Das persönlich denke ich, ist das sehr faszinierend. Das ist mein liebstes Thema. Und der eigentliche Aspekt ist, es geht um die Missrepräsentation, die zur Unterscheidung führt.
wenn man sozusagen aus einer Kugel der Legitimität rausgedrückt wird, dann redet man von dem anderen. Wenn man mit dieser negativen Konnotation von Verbrechern assoziiert wird, dann ist diese Kategorisation einseitig. Viele Teilnehmer sprachen darüber, dass es nur eine Seite der Ansichten gibt. Es ist sehr einseitig. Wir können gar nicht auf die andere Seite kommen. Also hier kam auch dann das Zitat her, was ich für diesen als Titel verwendet habe. Ich fühle mich wie ein Verbrecher und muss gleichzeitig ein Gott sein. Oft sind sie gleichzeitig Helden und das Gefühl ist, sie können alles tun, sobald sie den Computer berühren, aber gleichzeitig gibt es diese negativen Aspekte, der Terrorist, der Verbrecher und so weiter. Und ich glaube, es ist wirklich interessant, ich weiß nicht, ob ihr es auf Facebook gesehen habt, das Facebook-Team über Immigranten sind sowohl also Helden und Zauberer, gleichzeitig brechen sie aber in jeden Computer ein. Ja. Das ist so ähnlich wie der Volksteufel, der schwarze Mann, über den der Volksmund spricht. Das Anderssein, das ist nicht unbedingt das Gleiche, was meine Teilnehmer empfunden haben. Hier ist ein Beispiel aus der Daily Mail, eine Zeitung aus Großbritannien. Hier ist das stereotypische Porträt, das mit einer Gleichung kommt. Es gibt die Idee, dass sie die kulturellen Outsider sind, die Psychopathen, die Terroristen. Wenn man jetzt das Buch über Greenwald liest, dann er sprach mit Chelsea Manning und Assange. Und ihr persönliches Leben, ihr persönliches Leben und ihre politischen Aktionen haben sich verbunden. Sie seien Nazis. Aber dann gleichzeitig gibt es über die Hacker dieses Vorteil, dass sie ein Babygesicht haben, dass sie im Keller sitzen und so weiter. Und diese Stereotypen, die findet man in den Zeitungen auch immer wieder. Hier ist eines der besten Beispiele davon. Das gibt es ganz, ganz oft und viele Teilnehmer haben sich gegen diese Gleichsetzung von mit Terroristen und Verrückten. Es gibt auch das Scapegoating, immer dieses Wort Cyber, Cyberkrieger, Cyber dieses und jenes. CBSI ist eine amerikanische Militärorganisation, die verwenden auch das Wort Cyber. Und ich glaube, das Wort ist sehr kontrovers. Es gibt eine ganze Menge Sticker hier mit dem Wort. Aber Hacker und Cyber werden immer in diesem Kontext zusammen verwendet und immer wenn es um Budget geht, kommen diese Worte rein. Das ist ein anderer Aspekt, von dem die Hacker gesprochen haben. Cyber hilft immer, weil man mit diesem Wort alles Mögliche kaufen kann. Da, wenn man das Wort verwendet, dann kriegt man Geld. In CNBC gab es einen Artikel, wie man Geld im Krieg gegen Hacker macht. Das ist eine andere Dynamik, die hier betont wird. Was ist der Widerstand? Also wie wehren sich Hacker dagegen? Das ist super faszinierend. Ich wette, wenn ich jeden hier frage, was ist Hacking und Hacktivism, und ich denke nicht, dass ich eine kohärente Antwort bekommen würde und es genauso war es mit meinen Teilnehmern. Alle haben betont, dass es ein sehr, sehr breites Konzept ist. Es geht um Innovation, um Wahrheitsfindung, Lösungsfindung. Manche sehen es als eine Kunst, die Welt zu verstehen, oder auch Online-Rebellion. Ich könnte eine ganze Tausende von Definitionen nennen. Es ist ganz anders, als wie die Medien es darstellen oder wie die Politiker es darstellen oder was meine Mutter über Hacker denkt. Es sind komplett andere Themen. Hacker und Hacktivism ist auch ein
ein Geisteszustand, eine Geisteshaltung. Man muss sich anschauen, wer arbeitet in der Industrie und sind dies alles Hackers? Und die Teilnehmer haben betont, dass man Informatik studieren kann, aber deswegen noch lange kein Hacker ist. Es ist eine ganz andere Geisteshaltung. Und sie haben sich da sehr dafür ausgesprochen, den Begriff zu erweitern und das nicht so eng zu sehen. Sie unterscheiden sich von anderen. Sie betonten ist, nicht jeder Hacker ist ein schwarzer Hut. Was wichtig ist, es gibt legale Arten, ein Hacker zu sein. Das ist hier ein Research, der für eine breitere Zuhörerschaft ist. Es muss nicht illegal sein. Was jetzt Hacker machen können, ist vielleicht Schaden an Bits, aber das ist nicht ein echter Schaden. Das ist so ein Beispiel. Es gibt bestimmte Arten von Hacks, die in den Hacker immer beschuldigt werden. Alle Politiker verwenden dieses Narrativ, dass die Hacker dieses und jenes tun. Davon setzen sich Hacker ab. And I think that is really interesting in regards to, for instance, how they distinguish between, for instance, hacking, cracking, despite the fact. Also wichtig ist auch, Hacking und Cracking voneinander zu unterscheiden. Sie fokussieren sich auf Organisationen wie EFF oder CCC und so weiter. Man kann die Sachen sauber halten, indem man sich einer Organisation anschließt, die den Term sauber hält und die diesen Term neu belegen und für sich in Anspruch nehmen. Der CCC zum Beispiel schafft es, ein positives Bild zu halten, was nicht der Fall in anderen Ländern ist, ganz bestimmt nicht in der UK. In Deutschland haben Hacker eine gute Repräsentation, was auch auf den CCC zurückzuführen ist, der eine der ältesten Organisationen ist im Hacking-Bereich. Es geht hier auch um Selbstidentität, das ist sehr faszinierend. Meine Teilnehmer haben eine sehr flexible Identität. Obwohl jeder mit mir sprechen wollte und wusste, dass ich Hacker und Hacktiviste suchte, haben jedes Mal meine Teilnehmer gesagt, naja, weißt du, ich würde mich jetzt nicht selber ein Hacker nennen. Obwohl sie selber sagen würden, dass sie in die Kategorie fallen. Sie sagten zum Beispiel, sie würden sich selbst nicht als Hacker bezeichnen, wenn sie mit Politikern reden, weil das negative Konnotationen hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn zwischen Sicherheitsforschern und Hackern, da gibt es irgendwas. Aber liest mal die Zeitungen, wenn es um Hacker geht oder um Sicherheitsforscher, die machen das Gleiche, aber irgendwie wird es anders in den Medien dargestellt. Ich wurde zum Beispiel von einem Immigration Officer gesprochen, bin ich ein Hacker? Und dann sagte ich, ich bin ein Security Researcher. Ich war mir nicht sicher, was er bei Hacker meinte. Aber manchmal bin ich wie ein Hacker und dann manchmal anders bin ich auch wieder ein Sicherheitsforscher. Es gibt eine Social Identity Theorie, die sagt, man kann verändernde Identitäten haben. Also jetzt zum Beispiel seid ihr die Zuhörer, ich bin der Sprecher, aber ich könnte es auch ändern. Ich kann auch sagen, ich bin eine Frau oder bin weiblich und da gibt es die anderen, die nicht weiblich sind. Oder ich könnte sagen, ich bin ein Akademiker versus andere Nicht-Akademiker im Raum. Hier geht wohl was Ähnliches vor sich. Was wirklich interessant ist, ist, dass Sicherheitsforscher so eine Art Sicherheitsgurt sind, ein Term, auf den man sich zurückziehen kann. Das ist dann wie ein Möbiusband. Warum benutze ich das? Naja, weil flexible Identitäten, die haben scheinbar so zwei Seiten, Heads or Tails. Aber man kann unterschiedliche Identitäten annehmen. Es gibt nicht nur eine Seite, sondern beide Seiten sind eines.
Es gibt zwei Dynamiken, die also eine Konsequenz dessen sind, dass man Hacker immer so negativ darstellt. Ich kann mich also nicht ein Hacker nennen, weil das negativ ist. Aber andererseits gibt es dann auch die Meritokratie. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Leute würden sich nie Experten nennen. Es wäre, man würde sich was herausnehmen, wenn man sich Hacker nehmen würde. Also jeder würde sagen, sie sind auf einer Hacker-Konferenz, aber nicht viele Leute würden sagen, sie sind ein Hacker. Man ist assoziiert mit dieser Identität, aber man ist nicht wirklich drin. Und es gibt eine ähnliche Äquivalenz, ein LGBT-Team in Russland würde nicht sagen, dass er schwul ist, aber also es gibt einen Term, den man nicht benutzen kann, weil Leute denken würden, man ist ein Arschloch. Auf diese Art und Weise widerstehen sie. Also zum zweiten Thema, in Verunsicherung. Also die Gefahr an Privatsphäre führt zu mehr Sicherheit. Der externe ist das Gesetz. Ich muss da nicht dafür sagen, die ganzen Talks haben darüber schon geredet. Zum Beispiel die Rechte werden eingeschränkt, das Internet wird kriminalisiert. Und das noch Wichtigere ist, dass, wie meine Mitnehmer haben gesagt, es ist eine Fehlannahme. Die Leute möchten lieber einen falschen Sinn von Sicherheit lieber als Privatsphäre haben. Und die kritisieren, dass diese Illusion von Gesetzheit ist, man kann entweder Sicherheit oder Freiheit haben. Das ist ein wichtiger Aspekt davon, was mit den Interviews passiert. Und die meisten haben die auch unterstrichen, dass es das Übertreiben der Gefahren und zum Beispiel, wenn Alexander sagt, Anonymous kann das Stromnetzwerk unternehmen, das ist totaler Bullshit, das kann niemand, das ist sehr weit von jeder technologischen Möglichkeit. Ich mag es sehr gerne, weil ich da auch Bullshit dadurch verwenden kann, aber die sagen, die nutzen die Idee, dass die instrumentalisieren die Hacker in einem Kontext von in einer politischen Rede, um den Autonormalbürger dazu zu bewegen, dies oder jenes zu tun. Aber das Wichtige ist, dass die Teilnehmer meinten, man muss skeptisch sein, wenn die Regierung sagt, dass es etwas gefährlich ist, weil das dies zu einem Klima von Verdacht-Klima führt, sowohl in der Community als auch in der Politik. Viele Leute haben gesagt, dass Probleme an Flughäfen haben oder dass sie gestresst sind, wenn Leute zur Tür kommen oder dass sie persönliche Probleme hatten, zum Beispiel Freiheit zu reisen. Die Teilnehmer meinten, dass sie Kontrolle über ihre eigene Sicherheit, Privatsphäre und Unabhängigkeit verlieren. Und es ist sehr interessant für eine Community, die sich so darauf konzentriert, die eigene Kontrolle über die eigenen Geräte etc. zu bringen. Und was der Widerstand dazu ist, ist das Investment in mehr Sicherheit. Das ist eine sehr interessante Art und Weise, darüber zu erleben. Mehr Leute sollen sich darüber gesagt haben, dass eine, als Hacker und Aktivist eine Art Ökosystem ist. Also Teilnehmer sagen, sie sagen, sie sind die Sicherheit im System. Also während die Politiker darüber reden, dass die Hacker eine Gefahr sind, die Teilnehmer sagten, dass die Hacker würden eine Lücke finden, den der Firma sagen und das den sagen zu schließen. Und es ist ein Teufelskreis von immer, es geht immer von Verbesserungen und sie sagten, dass die Hacker sowas wie eine Produkttester sind. Niemand würde ein Auto verwenden, wo der Gurt nicht getestet wurde. Weil beim Hacken ist das normal, man darf keine Sicherheitslücken finden, weil die Leute es lieber nicht wissen. Und das Wichtige kommt jetzt. Also die Responsabilität, dass niemand die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist nicht mein Problem, dass ich die Sicherheitslücke finde. Das Risiko ist schon da. Dass die Hardware oder die Software wurde schon mit dem Fehler gebaut. Und einer Teilnehmer sagte, nicht hacken ist das größte Risiko überhaupt, weil
es gibt, wird jemanden geben, der das ausnutzt. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass man darüber redet. Wenn ich Daten von Politikern lieber nicht sagen, dass es dieses Licht als auch gibt, aber die Hacker sagen, nee, es gibt die schon, Lücke schon, wir müssen sie allen zeigen. Und ich meinte, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man über Sicherheit und Unsicherheit redet. Der andere Aspekt ist die persönliche Sicherheit. Wir verwenden ein Signal-Tor und das Investment in die persönliche Sicherheit, zum Beispiel Skype etc. Ein großer Kontrast zwischen dem, was die Regierung macht. Ich habe mit Leuten geredet, die in Cyber Security gemacht haben, also mit Managers, die sagen oft, dass Zentralisierung, die möchten alles in den eigenen Händen haben, das lieber anderen Leute verkaufen und den Kunden vergessen, aber sicher sein, dass alles sicher ist, aber dass der Kunde nichts machen muss. Aber hier ist das Gegenteil. Ich will meine Sicherheit in meinen eigenen Händen haben. Und es gibt diesen Gegensatz zwischen, das heißt ein Gegensatz dazu. Irgendwie müssen wir eine Art und Weise finden, miteinander zu reden. Als ich die Leute gefragt habe, ob das nicht den Leuten der Öffentlichkeit öffentlich hilft, dass die Hacker sich so die eigene Sicherheit so unterstreichen. Aber wie die Hacker gesagt haben, wie wir schon gesagt, wir haben Tools wie Tor und so. Okay. Zum letzten Thema. Es ist eine Zusammenführung der technologischen Aspekte. Es gibt nicht nur technologischen Aktiven, sondern auch, sie sind auch im politischen System drin. Also das ist hier, wenn ich System sage, meine ich nicht nur das politische, sondern auch das technische System. Also die Hierarchien und Autoritäten, der Verunsicherung dann in diesen führt zu diesem Aktivismus, zu diesem Widerstand. Das gilt sowohl technisch als auch politisch. Was in der Tat passiert, ist nicht äquivalent, die werden nicht als äquivalent zu anderen Akteuren. Wir sehen diesen super Terminus der öffentlich-private Zusammenarbeit. Das verfehlt den dritten Teilnehmer, das heißt die öffentliche Community, das heißt, was meine Teilnehmer meinen, die Hacker und so weiter. Was die kritisieren ist, dass in der Politik gibt es keine Möglichkeit, gehört zu werden, weil die Regierung nicht verstehen, was Hacker sind. Zum Beispiel hier ein Teilnehmer sagte, das ist alles alte Männer, die mit irgendwelchen komischen Punkten andere Sachen haben gesagt. Die sagen, sie werden wie meine Eltern, die heulen sich gerne ein Tablet und verstehen, wie Google funktioniert, aber da reicht es auch. Das Weitere, was sie kritisiert haben, dass es schwierig für sie ist, dass sie in solchen Sachen sich zu involvieren. Und deshalb verwendet die Politik oft die Industrie, um sich damit zu helfen, die Politik zu schreiben. Das Problem ist, dass die Industrie sich auf die falschen Sachen konzentriert. Sie sehen darüber, dass die Business-Bullshitter redet. Ich glaube, ihr wisst, über wen redet. Die reden über das Management, die vielleicht mal IT studiert haben, vielleicht 30 Jahre lang. Jetzt haben sie aber nichts mehr mit der Technologie zu tun. Und die haben jetzt mehr Interesse daran, um mehr Einkommen zu holen, im Gegensatz zu Technologie. Und die wollen einfach nur Geld machen. Und eine große Kritik liegt an der sogenannten Drehtür. Das heißt, wie diese Sphären von einer Seite auf die andere rübergehen. Zum Beispiel die Leute, die in Geheimdienst arbeiten, die dann rausgehen und dann in die Industrie gehen und dann an die Regierung was verkaufen und dann damit Geld machen und dann zurück in die politische Sphäre gehen. Oder in einer bestimmten Rolle. Oder zum Beispiel in die NSA oder in die GCQ oder wie auch immer. Dass diese sogenannte Drehtür, diese Sphären, aber es fehlt der dritte Teilnehmer. Das andere, was passiert, ist der Skeptizismus, sowohl von der technischen als auch von der sozialen Aspekt. Das ist sehr, sehr interessant. Die verdächtigen nicht nur die politische Infrastruktur, zum Beispiel, aber auch in der Technologie, zum Beispiel, dass das Internet an jeder Stelle sehr verwundbar ist. Aber man kann das technische System auf ein hohes Niveau holen, aber man kann das Gleiche auch auf einem politischen Niveau tun. Zum Beispiel, wenn man die Angela Merkel korrumpiert, dann kann man sehr viel auch trotzdem erreichen.
Und dieser Zustand, diese ja, zwischen politischen und technischen Sphäre ist wichtig, weil das stattfindet. Der Fokus auf der Dezentralisierung, auf Hacking, auf Verteilung, sowohl von der technologischen als auch vom politischen Anlage. Der beste Beispiel ist dafür ist natürlich Anonymous, weil die Medien immer noch nicht genau wissen, was die sind und was sie tun. Das andere ist die Hypokrisie. Das heißt, Martina haben gesagt, dass dieser öffentliche und geheime Sektor, dass die Hackmethode verwendet. Zum Beispiel Aplex hat ein DDoS gegen Paybay gemacht, aber es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel auf Anonymous-Servern und so weiter. Aber die verwenden einen doppelten Standard. Die sind sehr frustriert, weil die Regierung sogenannte Sicherheitsspezialisten haben, denen es erlaubt ist, diese Sachen zu machen. Aber die sind fallen unter das gleiche Gesetz, aber auf einmal haben die dafür die Erlaubnis, das zu tun. Aber die fragen sich wirklich, was ist das Problem? Wenn die Leute sagen, man kann DDoS nicht verwenden, ist es der Akt, der das Problem ist, oder der Akteur, oder ist es die Idee, oder was ist es? Und der andere Aspekt, die Hypokrisie, was mit Export zu tun hat. Zum Beispiel, Regierungen dürfen diese Zero Days und diesen immer Waffenschrank haben, und die haben nicht in dem gleichen legalen Framework zu arbeiten, nicht im gleichen wie zum Beispiel die Community. Und das Problem ist die Versicherung der Sicherheit des Internets nicht von den Sicherheitsdiensten, sondern von dieser Community. Und wie ist der Widerstand zu diesem Projekt? Ein Aspekt dazu ist, das wissen dir vielleicht, aber habt ihr vielleicht nicht genau nachgedacht, keine Zusammenarbeit. Das heißt, nie mit der Regierung oder mit Polizei zusammenarbeiten. Und mein Teilnehmer ist sehr stark in Deutschland, wie man einfach nicht mit denen arbeiten sollte. Sie wissen, dass die NSA und die CSG und so weiter die Hacker einstellen, aber dass es einen Unterschied gibt. Aber das ist ein Unterschied zwischen unterschiedlichen Leuten. Es gibt einen sehr interessanten Aspekt von internen Disziplinen. Wenn du mit der FBI oder der Amerika arbeitest, weil du meinst, dass die Technologie super ist oder weil du technisch interessiert bist, das ist absolut legitim. Aber unabhängig von dem Plan. Aber wenn du das Gleiche in Deutschland tust, würden dich die Leute rausschmeißen. Es ist einfach nicht erlaubt, das zu überlegen, zu denken, dass das cool ist. Das ist einfach böse. Es ist wirklich ein unterschiedlicher Unterschied zwischen den amerikanischen und den europäischen Hacker. Macht es schwierig für mich, über Hacker zu reden. Und ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, das genau zu beschreiben. Und es geht wieder darum, das Sachen sauber zu behalten. Und die zweiten, letzten Dynamiken, über die ich reden möchte, ist auf der einen Seite Politisierung. Das ist einerseits, dass die Hacker-Szene politisiert wurde über die letzten zwei Jahre. Zum Beispiel gestern haben wir darüber geredet, wie die Hacker-Communities, die in Politik zu tun haben, soziale und politische Fragen sind. Und die denken über sich als eine Art Gegenpol zur Industrie, als die einfach nur Geld machen, im Gegensatz zu ihnen, die soziale Output haben. Und die haben mit Aktivismus, zum Beispiel EFF und digitalen Rechte zu unterstützen. Der andere Aspekt des Aktivismus ist ein interessanter Aspekt, habe ich darüber nicht Folge. Es gibt eine zweifache Dynamik. Einerseits ist die Hacking Community mehr und mehr politisiert bekommen, aber meinen Teilnehmern zufolge gibt es eine neue Generation von Aktivisten, eine neue Generation, die, wie gesagt, der Begriff ist sehr kontrovers, aber was ich meine ist, dass einerseits kannst du einen Hacker, der politisch wird, zweitens gibt es eine neue Generation, die kommen und sich Aktivisten schon von Anfang an nennen, und drittens würde ich als beides würde bezeichnen, aber ich komme traditionsmäßig eher als Hacker. Und der dritte Aspekt ist, dass Leute, die sowohl Hacker als auch Aktivisten bekommen sind. Und das Interessante an der jungen Generation ist, dass das würde eine Erklärung dafür liefern, warum viele sogenannten Oldschool-Hackers, von den Teilnehmern zumindest geredet, die meisten, dass sie nicht so zu dem Begriff nicht so offen stehen. Und es ist auch ein Gegenpol als die Entwertung der normalen Protest. Aber man kann eine Demo machen, aber man kann trotzdem, dass nichts passiert. Aber Hacktivismus ist vielleicht diese Option, um das zu lösen.
So, das war jetzt eine ganze Menge Informationen, um die zu verstehen, also um es nochmal zu summieren. Es gibt den Unterschied zwischen intern und extern. Extern, was passiert? Intern gibt es dann die Unterscheidung davon, die flexiblen Identitäten. Der andere Aspekt ist die Verunsicherung, die Erosion von. Wir sind ein Ökosystem, weil wir gehören zusammen. Es gibt, wir müssen uns für Sicherheit und für Freiheit entscheiden und wir investieren in unsere eigene Privacy und Security. Das dritte ist das System. Es gibt einen fehlenden dritten Aktor. Sie widersprechen der. Okay, now you might say, well, interesting. So, man könnte sagen, okay, interessant, kann man jetzt schon darüber reden. Was machen wir jetzt damit? Also auf der einen Seite, was ich hoffe ist, was meine Forschung tut, ist die Praktiken aufdecken, die in diesem wundervollen Privacy- und Sicherheitssektor passieren. Also ich versuche, dieses Bullshit-Bingo irgendwie zu entziffern und zu identifizieren, was bedeutet denn Hacking und Hacktivism für die Akteuren und was korreliert das? Da kommt mein Research her, da kommt meine Forschung her. Was mich interessiert ist, ich möchte gerne die Soziologie von Leuten entdecken, über die bisher nur geredet wurde. Wollte entdecken, wer sind die Hackers und wie kann man sie sich ihnen nähern. Und, also ich kenne Fefes Blog, wo drin steht, man sollte nicht mit Social Scientists sprechen und es ist mir ganz klar, da sind eine ganze Menge Arschlöcher da draußen, aber die Gemeinschaft ist, da geht es so um, zeig mir deine Daten, dein Code, dein Zeug. Was wir dabei übersehen ist, es ist wichtig, auch mit Social Scientists zu sprechen, weil es so viele schlechte Publikationen gibt über Hacker. Das wollte ich nochmal loswerden hier. Das andere Ding ist, ich wollte eine Studie machen, was diese Verunsicherung mit Leuten tut, also nicht nur bei Hackern, auch bei Immigranten, mit jeder Gruppe, die marginalisiert wird. Ich wollte Gegengewicht schaffen zu den Corporate-Darstellungen. Gestern wurde das auch gesagt, dass die eine Gegengeschichte erzählen, das ist wichtig. Ich wollte entheimlichen die Position von Hackern, das Wort wieder neu definieren und nicht so negativ besetzen und ohne es gleichzeitig so zu glorifizieren. Drittens, es ist wichtig, Code und Hacking, das ist eine ganz wichtige Form des Involvements in der Gesellschaft, der Mitarbeit. Also es ist wichtig, nicht nur den Research, nicht nur die Forschung zu machen, sondern es ist auch wichtig, zurückzukommen mit den Ergebnissen und zu zeigen, was man gefunden hat. Und vielen Dank für euer Zuhören. Thanks for the great talk. We now vielen Dank. Wir haben jetzt 15 Minuten für Fragen und Antworten. Also bitte an den Mikros anstellen. Na klar, wenn ihr im Cyberspace seid, könnt ihr auch im IRC oder Twitter fragen. Also wir haben eine Cyber zur echten Welt Schnittstelle nur für ihr. Also Internet bitte. Ja, das Internet hat eine Frage soweit. Was sind Ihre Ansichten über verantwortliche Disclosure von Hacken und illegalen Aktivitäten, vor allem wenn es um Geld geht? Die Frage ist, was meine Meinung dazu ist, dass sie das tun. Das ist eine Option. Also mein Interesse war, ich wollte nicht identifizieren, was richtig oder falsch ist, sondern ich wollte eher identifizieren, was die Hacker meinen, was im Moment passiert oder was sie, wie sie sich selbst sehen. Also Disclosure, also veröffentlichen hat mehr was mit Whistleblowing zu tun. Das Geld haben wir nicht so viel geredet, aber die Leute haben gesagt, dass sie gestresst sind, dass Leute
die Bugs veröffentlichen und die Leute das wissen lassen, aber dass niemand was tut. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber das ist, was aus den Daten rauskommt. Mikro 1. Thank you for your talk. Ja, vielen Dank für Ihren Talk. Auf einem der ersten Slides haben Sie konstruktiv und destruktiv ein bisschen mit kontrastiert. War das Absicht? Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ich meinte, dass also constructive in Sozialkunde auch ein wichtiger Begriff, um zum Beispiel sozial konstruktive Aspekte zu reden. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, sondern ich meinte einfach entweder das Bauen oder Abbauen, diese Mentalität. Vielleicht ist eine, ich werde darüber nachdenken, vielleicht hätte ich einen besseren, anderen Begriff verwenden sollen. Mikro 2. In Ihren Methoden und auch in den Antworten der Teilnehmer scheinen Sie die politischen Statements von Politikern und die einzelnen Ansichten von Individuen zu vermischen. Jemand, der nicht in der Regierung ist, der kann das nicht so leicht auseinanderhalten. Nach meiner Ansicht gibt es da viel Unterschied zwischen beiden. Nehmen Sie es. Tja, das ist keine Forschung über die Politik, sondern ich habe nur das darüber geredet, was die meinen Teilnehmer meinen, das passiert. Aber ich habe observiert, dass in einer vorherigen Studie, in einer vorherigen Politik, ich weiß, dass man in einer Situation arbeiten kann, wo man einfach arbeiten muss, aber man mit den Idealen nicht einverstanden sein kann. Aber das Gleiche passiert in der Security-Forschung. Aber Leute, die über sich denken, meinen, dass sie Hacker sind, dass sie aber tagtäglich in einem Arbeit arbeiten, die sie eigentlich hassen, oder dass sie in einer Firma arbeiten, die andauernd Cyber verwendet, zum Beispiel. Aber das Wichtige ist, dass sie trotzdem nicht einverstanden sind, aber trotzdem kritisieren, was passiert, kritisieren. Aber ich habe nichts über die Politiker oder die politischen Organisationen gesagt. Es ging mehr um die Hacker und Aktivisten. Und die können unter Umständen können die in der Regierung arbeiten. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie es einfach nicht tun. Aber nicht genau, weil also ich bin Holland. Es gibt viel Interfacing zwischen den Hackern und der Regierung. Es ist ein ganz anderes Interface als in absolut, der absolut. Ja, hast super, genau richtig. CCC ist das beste Beispiel, zum Beispiel für bestimmte Sachen beraten. Zum Beispiel, wenn du Wahlcomputer in einem Wahlkreis haben, genau, absolut, das findet statt. Aber genau darum haben die geredet. Wenn der dritte Akteur fehlt, genau darüber haben die geredet. Darum, es geht um Politisierung. Die Politiker sind involviert, aber sind Aktivismus involviert. Aber es gibt trotzdem Verdacht. Ja. Nice. Hallo, vielen Dank. Ich fragte mich, ob Sie vielleicht vergleichen können Aktivismus gegen andere Arten von Aktivismus, die wir so kennen. Denn im gewissen Sinne sind Hacktivisten natürlich auch irgendwie Aktivisten, aber andererseits die LGBT-Community, denke ich mir, naja gut, also Hackers sind irgendwie Experten im technischen Feld und sehen sich selbst so. Das ist ähnlich wie bei LGBT-Leuten, die viel über Diskrimination in ihrem Feld wissen. Oder wie Schwarzrechte, Bürgerrechte, über diese Dinge Bescheid wissen. Also im gewissen Sinn fragte ich mich, ob Sie vielleicht auch früher schon Research gemacht haben über andere Arten von Aktivismus und das vergleichen können. Was gibt es zu Unterschieden? Ah, genau. Also der Trickreiche ist, wie mit Aktivismus ist, wie differenziert man zwischen normalen, sogenannten normalen Aktivisten und Hacktivisten? Also meine Antwort ist Hacktivism hat was mit Technologie zu tun, um irgendwas zu hacken. Man kann nicht einfach tweeten oder irgendwie einen Blog verwenden, sondern da muss etwas mehr technisches Niveau da. Wir können darüber reden, ob ein DDoS-Attack sowas ist, aber es wurde dazu beschrieben und es ist eine Art von
die Technik zu verwenden, so wie das nicht gemacht. Der Unterschied ist einfach zwischen Aktivismus und normaler Aktivismus einfach die Werkzeuge, die man findet. Das ist genau das gleiche Ziel, die gleichen politischen Ziele. Manche Leute machen das direkt offline. Andere Leute verwenden vielleicht Aktivismus, zum Beispiel die LGBT-Community könnte Hacktivism verwenden, als Werkzeug verwenden. Man muss kein Hacker sein, um ein Hacktivist zu sein. Und darüber wollte ich auch auf der letzten Folie begriffen. Deswegen meinte ich auch auf der letzten Folie was über die neue Form von Aktivismus. Vielleicht werden wir das mehr in Zukunft sehen. Vielleicht wird der Term in Zukunft etwas konkreter. Im Moment wird es einfach so rumgeworfen, der wird einfach verwendet. Aber es ist klar, dass viele Leute das für sich selbst verwenden, die vielleicht im Moment in diesem Zimmer sind oder wo auch immer, aber die assoziieren sich eher mit als Hacker oder als, sie können auch Feminist sein und sie können dieses Werkzeug trotzdem verwenden. Das ist so, ja, das für mich ist es einfach nur eine Technik oder ein Werkzeug. Und jetzt Cyberspace wieder. Yes, Cyberspace has a question. Ja, der Cyberspace hat eine Frage. Sie sind auf einer Hacker-Konferenz und Sie versuchen hier die öffentliche Wahrnehmung zu hacken und würden Sie sich selbst jetzt als Hacker bezeichnen? Ich habe die Frage schon, mich wurde schon mal gefragt, ich meine, dass man kann alles hacken kann, also zum Beispiel Geschlecht oder soziale Klassen, aber in meiner Forschung würden die Leute meinen, dass ich vorgenommen bin, wenn ich mich als Mac-Hacker nenne. Also ich habe, wie gesagt, mit der Meritokratie, wenn du sagst, dass ich Hacker bin, das ist ziemlich ein Arschloch-Move. Also ich würde lieber mich enthalten. Ich nehme mich lieber Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, lieber als dass ich jemanden zu nahe trete, indem ich diesen Begriff verwende. Fragen? Noch weitere Fragen? Das ist die Chance. Nochmal das Internet. Ja, das Internet hat viele Fragen. In your research, were there any haben Sie in Ihrer Forschung in your research, were there any participants that gab es Teilnehmer, die teilnehmen wollten wegen Depression oder anderen Problemen? Ich möchte das nicht unbedingt beantworten, weil ich mehr Fragen darüber bekommen könnte, wer die sind, was tun sie. Ich enthalte mich lieber davon, diese Informationen zu geben. Noch mehr Internet. Sahen Sie einen kulturellen Ursprung der Hacker? Ausgangspunkt. Ich könnte zurückfragen, was ist der Ursprung? Das wäre ein ziemlich geisteswissenschaftlicher Art zu Argument zu führen. Ich weiß nicht. Also was ist der stereotypische Hacker? Aber das, da mache ich das gleiche, wie die alle anderen Forscher auch machen. Also die Community ist sehr unterschiedlich. Es wäre viel zu einfach, wenn man alle Leute sagen, dass alle Leute zu Hause sitzen und der Balaklava vom Terminal. Aber ich glaube nicht, dass der kulturelle Ursprung, also was ich sehr interessant fand, ist das Interview, dass diese Idee, diese Einstellung ist etwas, das sich entwickelt. Also man kann ein Programmierer sein oder Informatik studiert haben, aber dann gibt es eine unterschiedliche Einstellung und wo diese Einstellung herkommt, das weiß ich nicht. Aber das wäre sicher interessant, aber ich glaube nicht, dass die Community hier statistische Analyse gerne haben würde. Deswegen kann ich diese Anfang nicht. Tut mir leid, ich sage im Moment zu allem nein. Ja, noch eine kurze Nachfrage zu der Depressionsgeschichte. Die Frage war nicht, wer Depressionen hat, sondern ob es das als Problem gab und wie Sie damit umgegangen sind. Ach, wenn wir das hatten, das habe ich. Das ist keine Frage, die ich gefragt habe und ich kann es auch nicht herleiten. Mikro 1. Also danke für Ihren Vortrag. Sie erwähnten die soziologische Gemeinschaft, die Hacking untersucht. Und wie groß ist denn diese Forschungsgemeinschaft, von der Sie reden? Über wie viele Leute reden Sie? Was für Arten von Publikationen publizieren diese anderen Soziologen? Was wären,
Was wäre ein Name, Titel von Publikation? Genau. Ja, das habe ich, darüber bin ich gestolpert, ja. Also wenn ich, als ich gesagt habe, Geisteswissenschaftler, ich bin ja mit Critical Sociology, also Soziologie, Anthropologie ist eine, ich bin nicht, also vielleicht unfair, das ist ja nicht Soziologie, ich meinte insgesamt Geisteswissenschaften. Es gibt jede Menge Leute, die viele gute Forschung machen und die versuchen, mit Leuten zu reden und die darzustellen, aber ich meinte eher, dass das Feld von Sicherheitsforschung, internationale Wissenschaften, die mehr über Cybersecurity reden, wo es eher darum geht, mehr Geld zu holen, mehr Finanzierung. Ach, wie viele davon es gibt? Ich kann nur über die Literatur reden, die ich angeschaut habe als Teil meiner Doktorarbeit. Es gibt ein paar Leute, die kritisch sind, von 2005. Zum Beispiel gibt es aus 2005 ein Paper über Anonymous und die Verunsicherung von Anonymous. Aber es war wieder mal, dass Forscher sich hingesetzt haben, sich was überlegt haben und dann geschrieben haben. Aber ich hatte mehr Interesse daran, einen Schritt zurückzustellen und die Leute das sagen zu lassen, was sie meinen. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, so viele Leute, die das tun. Gabriele Coleman macht das in ihrem Buch, wo es viele Zitate gibt von Leuten aus IRC. Also Soziologie und Anthropologie, da funktioniert das ziemlich gut, aber die sogenannte, diesen alten Oldschool-Forscher, die vielleicht in wichtigen Universität sind, die eher über Cybersecurity reden, die verwenden die Hacker eher, um mehr Finanzierung einzuholen. Also wie viele Papers, Veröffentlichungen reden wir? Weiß ich nicht, ich habe keine Liste. Ich kann euch mal zeigen, was die Liste, die ich habe, es gibt eine Liste, die Papers, die ich meine, die gut funktionieren, und eine viel längere Liste von Papers, die nicht so gut funktionieren. Das war's. Vielen Dank.